In ein paar Stunden bin ich davon überzeugt, dass beide Conference Finals in der NBA feststehen. Im Osten spielen ja bereits die Miami Heat gegen die Boston Celtics, Spiel 1 von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Abend nochmal Denver Nuggets gegen die LA Clippers und dann wahrscheinlich das Finale im Westen, auf das sich alle gefreut haben. LA gegen LA und unter anderem darum geht es in diesem Video. Oddspedia, the Sports Betting Community. Es heißt ja so schön, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Denver Nuggets dieses Spiel heute nochmal gewinnen werden. Bevor wir aber auf dieses Spiel eingehen, ganz kurz einmal der Check. Wie ist es eigentlich letzte Woche gelaufen? Hier die Auswertung der letzten Spiele, der letzten Playoff-Videos sozusagen. Im letzten Video haben wir nur zwei Tipps gespielt. Auf die Celtics, die haben verloren, und auf die Bucks, die haben gewonnen. Zu einer 2,1 oder 2,2 Quote waren es dann, glaube ich. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass die Playoff-Tipps relativ erfolgreich sind. Genauso erfolgreich sind die LA Clippers bisher. Haben nicht alles gewonnen, aber fast alles. Und wenn ihr hier euch mal anschaut, im letzten Spiel, im Spiel 5 gegen die Denver Nuggets, da waren sie sich wahrscheinlich ein bisschen zu sicher, dass sie das Spiel gewinnen werden. Denn sind hier mit einem 10-Punkte-Vorsprung in die zweite Halbzeit gegangen. Aber dann das letzte Viertel mit 38 zu 25 verloren. Und dadurch gibt es ein Spiel 6. Ich glaube aber nicht, dass es hier ein Spiel 7 geben wird. Auch wenn es natürlich eine coole Geschichte wäre. Die Nuggets in Runde 1 gegen die Jazz 3-1 hinten gewinnen noch das Ding. Jetzt das gleiche gegen die Clippers. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass LA gegen ein Team wie die Denver Nuggets zwei Spiele in Folge verlieren kann. Nicht mal unbedingt, weil ich die Nuggets so schwach finde, denn das ist ja definitiv nicht der Fall. Jokic, Murray und auch Michael Porter Jr., der mehr oder weniger Rookie des Teams, die spielen ja wirklich stark und sie haben auch eine gute Utah Jazz-Truppe besiegt. Aber die Clippers sind einfach weiterhin Meisterschaftswärter Nummer 1. Die Quoten finde ich jetzt persönlich doch interessant. Eine 1,3 finde ich die Clippers tatsächlich unterbewertet. Also ich hätte vom Gefühl her eher so eine 1,2 oder 1,15 oder so gegeben. Das heißt, wer hier einen reinen Sieg mit einer anderen relativ sicheren Wette kombinieren möchte, der kann das gern tun. Zum Beispiel, hat jetzt nichts mit Basketball zu tun, aber wenn man jetzt hier auf Wetten geht, warum nicht Dominic Thiem US Open Sieg plus LA Clippers, gibt eine 1,6er Quote zusammen. Ansonsten schauen wir uns einmal hier die Spreads an. Die Line ist bei minus 5, 1,55, gar nicht mal so uninteressant, aber die offizielle Line ist bei 8 Punkten. Und da würde ich eher Abstand von nehmen, sowohl als auch, also weder da bei den Nuggets plus 8 gehen, noch bei den Clippers minus 8. Dafür sind wir dann doch in den Playoffs und ja, ein Team, was auch am Ende 10, 12, 15 Punkte hinten ist, was dann in der Regular Season vielleicht aufgibt, wird in den Playoffs bestimmt nochmal kämpfen. Und die Nuggets, die sind natürlich nicht nur jetzt von mir schon ausgezählt, sondern letztendlich auch von den Rest der NBA. Es freuen sich schon jetzt nach dem Einzug der Lakers sehr, sehr viele auf das Stadtderby in den Playoffs, das in Orlando stattfinden wird. Und auch hier bei den Gesamtpunktezahlen so ungefähr die Line bei 2,15, 2,16 würde ich eher übergehen, aber auch hier die Finger von lassen. Also bei dem Spiel kein richtig schöner Tipp dabei. Sieg der Clippers, da bin ich mir aber sehr, sehr, sehr sicher. Und ich weiß nicht, wie ihr das draußen seht. Und wenn sie dann weiterkommen, die Clippers, geht es gegen die LA Lakers. Bei denen muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich unterschätzt. Und man sollte vielleicht doch nicht LeBron James unterschätzen und Anthony Davis sowieso nicht. Zwei der besten Spieler der Liga, die jetzt aber auch tatkräftige Unterstützung bekommen haben. Nicht nur, wie Coach Frank Vogel gesagt hat, ist deren Defense eigentlich der dritte Star, sondern auch Rajon Rondo ist wieder auf dem Court zurück und er spielt wirklich eine überragende Playoffs-Serie und gibt ja seinen Spitznamen Playoff Rondo. Und danach sieht es auch tatsächlich aus. Also der Junge
zockt sehr, sehr gut auf und kann der X-Faktor werden, weil sowohl in der Offensive kann er James entlasten im Aufbau, plus selber kreieren, plus seine Mitspieler in Szene setzen. Aber er kann auch sehr gut verteidigen und das sind gegen die Clippers, wenn es dann soweit ist, gegen Paul George, gegen Mo Williams, sicherlich nicht ganz verkehrt. Gegen die Rockets haben die Lakers genauso wie gegen die Portland Trailblazers das erste Spiel verloren. Alle anderen vier, sowohl gegen Portland als auch gegen Houston, locker gewonnen. Da war eigentlich nichts Knappes dabei. Hat mich tatsächlich gewundert, aber man muss halt immer aufpassen. Wenn man ein Team nicht so gern mag, dann versucht man vielleicht auch die anderen stark zu reden. Ich bin kein Lakers-Fan, ganz und gar nicht. Und ja, Houston. Ja, zeige euch mal hier eine News, die ihr auch auf Otspedia.de immer eingeblendet bekommt. James Harden ist sich sicher, die Houston Rockets sind nur ein Puzzleteil vom Titel entfernt, aber das Puzzleteil ist wahrscheinlich eine komplett neue Mannschaft oder irgendein nächster Superstar, aber Houston ist, glaube ich, in der Playoff-Serie mit diesem Spielstil zu leicht ausrechenbar und deshalb sind sie jetzt auch zu Recht draußen und die Lakers sind im Finale. Dort werden wir wahrscheinlich nächste Woche drüber reden, wie es aussieht zwischen Clippers und Lakers. Aber da ist es ja noch nicht ganz so weit. Im Osten hingegen steht das Finale schon fest. Wir haben die Miami Heat, die sich gegen die Milwaukee Bucks durchgesetzt haben. Die Bucks enttäuschend. Erst verlieren sie sang- und klanglos eigentlich. Dann verletzt sich auch noch Giannis Antetokounmpo. Trotzdem gewinnt Milwaukee zumindest Spiel 4, scheidet nicht mit einem Sweep aus. Aber im Spiel 5 machen dann die Heat alles klar und die spielen wirklich einen sehr, sehr guten Basketball, haben auch ein sehr, sehr spannendes Team, angeführt von einem Jimmy Butler, der endlich in dieser Rolle angekommen ist, die er wahrscheinlich schon in Chicago, Minnesota, Philadelphia hätte bekommen sollen. Aber jetzt hat das in Miami ein Team, das gewinnen will. Die wollen Meister werden und die haben hungrige Talente, die haben hungrige Spieler und die haben, glaube ich, wirklich ein Team und Trainer, die 100% Einsatz zeigen und auf Vollgas gewinnen gehen. Sie dürfen jetzt gegen die Boston Celtics ran, die das letzte Spiel, das Spiel 7 gegen den mittlerweile ehemaligen Meister, die Toronto Raptors, gewonnen haben. War ein tolles, tolles Spiel 7. Ich habe mehrere Pressestimmen gelesen, dass es eine, wenn nicht gar die beste Playoff-Serie aller Zeiten gewesen ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das wirklich so sehen kann, aber es war von starker Defense geprägt, von Läufen auf beiden Seiten, von unglaublich viel Spannung. Beim Stand zu 89-87 hat Norman Powell macht ein Fastbreak alleine gegen zwei und wird dann eigentlich von dem zweiten Boston Celtic, Marcus Smart, geblockt. Und trotzdem hatten die Raptors nochmal die Chance auszugleichen, weil erst Williams zwei Freiwürfe vergibt, dann holt Boston den Offensiv-Rebound und wird gefoult. Jason Tatum kommt an die Linie, trifft nur einen von zwei, davor Williams, beide ja vergeben. Und Toronto kommt aber nicht mehr zu einem richtigen, gut freigespielten Dreier. Der Dreier von Van Fleet wird dann auch wieder von Williams geblockt und dann ist das Spiel eigentlich vorbei und Boston baut dann noch ein bisschen die Führung durch Freiwürfe aus. Es war auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich habe es beiden Mannschaften gegönnt. Ich hätte mich mehr über Toronto gefreut, weil es einfach eine coole Story gewesen wäre. Verlieren ihren Superstar Kawhi Leonard, kommen trotzdem wieder ins Finale. Aber Boston hat auch eine tolle, tolle Mannschaft. Und Daniel Theiss, wir haben einen Deutschen in den Eastern Conference Finale. Und nicht nur einen Handtuchwedler, sondern Daniel Theiss spielt wirklich eine entscheidende Rolle. Und sein Team war in Spiel 7 schon sehr, sehr geschwächt, als er mit Foulproblemen auf der Bank gesessen ist. Also tolle, tolle Serie mit einem verdienten Boston Celtics als Gewinner. Die zocken jetzt gegen die Miami Heat, haben aus deren Sicht glücklicherweise eine etwas längere Auszeit. Ist ja dann nicht so beim Finale, dass es sofort wieder weitergeht nach zwei, drei Nächten, sondern sie haben ein paar Tage Schnaufspause, dürfen von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht, glaube ich, antreten. Und die Heat natürlich mit den nur 5 Spielen im Halbfinale etwas ausgeruhter. Aber da sehe ich jetzt bei keinen der beiden Mannschaften Vorteil.
eher sehe ich den Vorteil bei den Boston Celtics, weil sie schon eine sehr, sehr competitive Serie hinter sich gebracht haben gegen die Toronto Raptors, weil sie haben den Meister geschlagen. Die glauben jetzt noch mehr an den Titel, weil Toronto hat es geschafft, Kemba Walker eigentlich komplett aus der Serie zu nehmen. Und Kemba Walker ist, das kann man diskutieren, aber auf jeden Fall der beste oder gar zweitbeste Spieler, je nachdem, wie man Jason Tatum wertet bei den Celtics. Nichtsdestotrotz ein toller Point Guard, den ich sehr gern mag, der auch unglaublich wichtig für die Teamchemie und Atmosphäre bei den Celtics ist. Also, den haben die Raptors komplett rausgenommen und ich weiß nicht, ob die Heat das genauso schaffen werden. Also, das sind so Sachen, wo ich glaube, Boston ist hier klar im Vorteil. Die Quoten sind relativ ausgeglichen. Ich habe auch geschaut, die Quoten für wer kommt ins Finale sind ungefähr wie die Quoten hier. Da liegt Boston je nach Wettanbieter zwischen 1,7 und 1,9 und Miami zwischen einer 2 und einer 2,20. Also da ist man sich nicht einig. Ich glaube aber trotzdem, dass Boston hier tatsächlich mit 4 zu 2 weiterkommen wird. Jimmy Butler wird dafür sorgen, dass die Spiele knapp sind und das ein oder andere auch gewinnen. Aber Boston hat, glaube ich, insgesamt zu viel Firepower und hat, nennen wir es mal, Go-To-Guys, die besser alleine kreieren können. Bei den Heat sind das in erster Linie Butler und auch Dragic, der irgendwie back to roots gekommen ist, also wieder zurück in seiner sensationell guten Form, vielleicht einen Schritt langsamer als früher, aber den darf man nicht unterschätzen. Dann haben sie super Dreierschützen, sie haben einen starken Rookie mit Tyler Hero. Also die Heat sind schon ein tolles, tolles Team und Team trifft es auch sehr gut bei beiden Mannschaften. Die fungieren als Team. Du hast eigentlich nie was Negatives aus den Locker-Rooms. Ganz anders, wenn man in den Westen schaut, egal ob man bei den Houston Rockets schaut, bei den LA Lakers auch, bei den Clippers auch. Also da rumort es dann auch hinter den Kulissen etwas mehr. Muss jetzt nicht unbedingt negativ sein, aber hier glaube ich, dass der Gewinner dieser Serie sehr, sehr gute Chancen hat, auch auf die Meisterschaft. Ich hoffe und ich glaube auch, dass Boston gewinnen wird. Ich sehe hier ein 4 zu 2 für Boston und Seriensieg Boston kann man die Quote von 1,8 auch mitnehmen. Spiel 1 sollte man aus meiner Sicht jetzt noch nicht tippen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, aber dann sind wir auch schon wieder durch mit dieser Woche NBA. Wir hören und sehen uns wieder nächsten Woche. Danke für eure Kommentare, danke fürs Anklicken, danke für den Like-Button und nochmal hier die konkreten Wetttipps bei diesem Video. Das ist ein Seriensieg der Boston Celtics und ein einfacher Win der Clippers. Kombiniert das mit irgendwas oder genießt das Spiel. Ein gutes hat es ja wirklich, dass Denver nochmal Spiel 6 gewonnen hat. Dadurch bekommen wir jetzt nochmal ein Sonntagsspiel um 19 Uhr. Also kann man heute einschalten, ohne müde zu sein. Ich glaube nicht, dass wir als Europäer die Conference Finals oder auch dann das gesamte Finale nochmal um diese Uhrzeit erleben dürfen. Bis zur nächsten Woche. Ich danke euch und bis bald. Oddspedia, the Sports Betting Community.